Und willkommen zu einem neuen Video zur OST-Challenge. Und bevor wir mit der Auflösung beginnen, möchte ich noch einmal dazu aufrufen, wir suchen noch Mitspieler. Die Gruppe ist das Geilste. Das ist das Beste, was du machen kannst. Alles bei Discord. Immer wenn ich bei der Challenge mitmache, bekomme ich heftige Blähungen. Aber das ist es wert. Immerhin habe ich schon 3 Punkte erzielt. Traut euch, Jungs. Probiert das aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Probiert's einfach aus. Was habt ihr zu verlieren? Einfach bei Discord schreiben. Es geht direkt ab. Also ich kann nur jedem empfehlen, das zu versuchen. Das ist kinderleicht. Und der Erfolg ist ja offensichtlich. Habt ihr Bock? Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock. So, jetzt wo wir das hinter uns haben, lasst uns beginnen. So you came. I've been waiting for you. Nicole. Let's settle this! Words are meaningless now. Dance with me. Chisra. Natürlich war Titel Nummer 1 wieder zugehörig zu einem Eroge bzw. Hentai-Game. Verstanden, es hat sich eingeprägt. Ja, aber scheinbar haben das nicht alle gewusst. Nomad und Klain haben es nämlich nicht geraten. Das war allerdings auch etwas unfair, weil ich zum Beispiel Tahu vorher extra nochmal darauf hingewiesen habe, dass er dran denken soll, alle anderen nicht. Und Nomad ist ja sogar erst die 2. Runde dabei und hat das Muster deswegen auch noch nicht so lange lernen können. Ich glaube, mir wird keiner böse sein. Ich meine, das war ja immerhin, wenn man das weiß, ein geschenkter Punkt. Es wird mir wohl keiner böse sein, wenn ich den Punkt hier schenke. Monster! You monster! Did you see the news? Honey, come on, we have bigger problems. But I'm so angry. In Ai Shoujo wacht man auf einer Insel auf, zusammen mit einem wunderschönen Mädchen. Oder dem da. Das Spiel hat halt einen eigenen Character-Creator, mit dem man auch die übelsten Missgestalten herstellen kann. Das Ganze ist eine Simulation und man versucht durch Crafting und Bauen sich das Leben so angenehm wie möglich auf der Insel zu machen und die Bedürfnisse der Mädchen, die man auf der Insel hat, zu befriedigen. Und damit meine ich alle Bedürfnisse. Ich würde euch ja gerne Sexszenen mit dieser Frau da zeigen, weil die wirklich einfach nur ultra hilarious sind. Aber YouTube lässt das leider nicht zu. Das Lied heißt Overworld 3 und es spielt halt nachts. Übrigens hat das Spiel ein eigenes Angel-Minispiel, das sogar irgendwie mehr Spaß macht als in den meisten anderen Spielen. Klain hat geraten, das ist aus Trails in the Sky, das ist ein JRPG und es spielt in einem Dungeon, wo man rumläuft und Dinge tut und es heißt Mysterious Dungeon. Chesra hat geraten, das ist eine Hentai Visual Novel und heißt Little Girl Massacre with Penis. Ich möchte mal anmerken, dass Chesra die Begrüßung abgebrochen hat mit der Begründung, ist ja nur Neko. Hallo, was soll das denn bedeuten? Tahu hat gesagt, es läuft im Menü und ist ein eroge JRPG. Nomad hat Trails in the Sky geraten. Warum raten da alle Trails in the Sky? Das ist ein Rollenspiel und es spielt in einer Kristallhöhle. Dizzy hat geraten, das ist ein eroge. Es spielt in einer sexy Szene und es heißt Sex Me Up, das Lied. Und als Spieltitel hat er geraten, Anime Sex Time 69, Rule 34, Anime Sex Me Up, Hentai Gedöns, wie du hast jetzt dieses Mal einmal nicht Eroge als erstes genommen, du hast es in den letzten Challenges immer wieder angesprochen, wäre ein bisschen assig, wenn das jetzt nicht wieder O ist, das laut wieder Eroge ist. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass das nicht der Titel des Spiels ist. Kommen wir zu Titel Nummer 2. You got the power! When the hell's breaking loose, you'll be right in the eye of the storm! Shadow Warrior ist ein Ego-Shooter, in dem man sich mit einem badass-motherfuckerigen Hauptcharakter durch Horden von Gegnern schnetzelt. Die Gelegenheit, in der er spielt, ja, ist schwer zu erklären. Also, manchmal sieht man in dem Spiel kleine Kaninchen. Und wenn diese Kaninchen aufeinandertreffen, dann machen sie ganz doll Liebe.
Und wenn man eins von den Kaninchen währenddessen umbringt, dann passiert das hier. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel des Liedes ist. Man findet es auf YouTube einfach nur als Shadow Warrior Demon Bunny Music. Und weil das bestimmt nicht der echte Titel des Liedes ist, sage ich einfach mal, der Punkt ist geschenkt. Clayne hat geraten, das ist aus God Eater, das ist ein Action-Adventure und das läuft während eines Bosskampfs. Chesra hat geraten, das ist aus Life is Strange Colorful Tornado und das wäre ein Adventure. Dizzy meinte, das ist aus God Eater, das ist ein Hack and Slay und es kommt in einem Endkampf bzw. Bosskampf und es heißt Eat Your Ass. Tahu hat geraten, das ist aus Downfall, das ist ein Adventure und es kommt, wenn man vom Killer gejagt wird in einer Horrorsequenz. Nomad hat die Musik einem Tournament Fighter zugeordnet. Und sagt, das ist aus Guilty Gear und das ist ein Stagekampf gegen Frag mich nicht. Kommen wir zu Track Nummer 3. Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli habe ich nie gespielt. Aber die Musik sollte man trotzdem wiedererkennen, denn es ist das Lavandia-Theme, das in Lavender Town spielt. Ich mag nur irgendwie diese Version des Lavender-Themes besonders gerne, weil es so traurig klingt. Und wie auch alle anderen Pokémon-Spiele ist es ein RPG. Clayne und Dizzy haben hier jeweils die volle Punktzahl abgeräumt. Chesra hat leider Pokémon Feuerrot Blatt Grün geraten, weil er meinte, die Let's Go-Spiele sind scheiße und deswegen rät er sie nicht. Tahu hat die Edition leider gar nicht weiter spezifiziert. Und Nomad hat hier leider einen Punkt verschenkt, weil er vergessen hat, das Genre zu raten. Und damit geht's weiter zu Titel Nummer 4. Arkaya ist ein Rhythm-Game, das viele Lieder drin hat, die extra nur für dieses Spiel komponiert wurden. Und Purgatorium ist eines dieser Lieder. Das Lied spielt, ja, wenn man halt dieses Lied spielt. Ich habe einfach allen diesen Punkt geschenkt, weil wenn man es spielt, ungefähr die gleiche Qualität an Aussage hat wie, ja, im Spiel. Clayne hat geraten, hierbei handelt es sich um 11 Eyes und das läuft im Opening. Und das ist eine Visual Novel und das Lied heißt Keine Ahnung. Oh, Clayne, das tut mir jetzt voll leid, ne? Das ist ganz knapp vorbei, weil Keine Ahnung wäre halt der nächste Titel in der Playlist des Spiels gewesen. Chesra hat auch Visual Novel geraten und dann irgendwas gesagt von Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Dizzy hat gesagt, das kennt er aus Osu und es ist ein Rhythm Game und es kommt, wenn man es spielt. Tahu hat geraten, das kommt in der Opening-Sequenz eines Action-JRPGs und der Titel des Liedes ist irgendwas Japanisches. Nee, alles an diesem Lied ist japanisch, aber der Titel ist auf Latein. Nomad hat geraten, das ist ein Bosskampf aus irgendeinem Hack and Slay. Und damit sind wir auch schon bei Titel Nummer 5. God Eater Resurrection, ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht mal so unglaublich gut fand. Aber trotzdem landet es irgendwie immer wieder in meinen OST-Challenges, weil der Soundtrack einfach geil ist. Das Spiel ist ein Action-JRPG. Der Titel des Liedes ist The God's Feast Extravagance und es spielt während des Caligula-Kampfes. Clayne hat Persona geraten. Chesra hat geraten, das ist aus einem Musikspiel. Das hättest du bei dem letzten Titel sagen sollen. Dizzy hat geraten, das ist God Eater, ist ein JRPG Hack and Slay, läuft bei einem Bosskampf und es heißt Eat Your Ass. Also genau wie bei Titel Nummer 2. Weil ich garantiert zweimal denselben Titel in dieselbe Challenge packe. Tahu hat geraten, das ist God Eater, es ist ein Action JRPG und es läuft bei einem Bosskampf. Und Nomad hat geraten,
Das ist aus Gordita Resurrection und es ist ein Random Battle Theme. Tatsächlich ist dieser Titel eine Abwandlung eines Random Battle Themes, aber diese Abwandlung spielt eben nur bei diesem Caligula-Kampf. Und damit sind wir jetzt auch schon zur Hälfte durch und wir kommen zu Titel Nummer 6. Das Spiel Blossom Tales The Sleeping King ist ein Action-Adventure, das von der Zelda-Reihe inspiriert ist. In dem Spiel erzählt ein Großvater seinen Enkelkindern eine Geschichte über eine Ritterin. Und ein Feature, was ich ziemlich cool fand, was aber meiner Meinung nach öfter hätte benutzt werden können, ist, dass die Kinder dem Großvater zwischendurch einfach reinreden und Vorschläge machen. So sagt zum Beispiel das kleine Mädchen über den Anführer der Banditen, oh, das ist bestimmt eine Piratenkönigin. Und der Junge sagt, nein, das ist ein Ninja. Und dann muss man selbst als der Erzähler entscheiden, was von beidem es ist. Und es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Bosskämpfe mit unterschiedlichen Musiken, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Wie cool ist das denn? Aber dieser Titel hier gehört zu keinem dieser beiden Bosskämpfe. Es ist das Theme des Runestone Tempel, was ein Dungeon im Spiel ist. Und Runestone Tempel ist auch einfach der Name des Liedes. Ich hatte erst überlegt, ob ich diesen Titel hier nehmen sollte. Aber hab mich dann doch für den Runenstein-Tempel entschieden. Aber die haben beide einfach Ohrwurmpotenzial. Genug abgeschweift. Klain hat jedenfalls geraten, das ist ein Indie-Retro-Game. Cesra hat gesagt, das ist Spooky's House of Jumpscares. Das ist ein Horror-Fun-Game. Und das Lied läuft in dem einen Raum. Ach klar, ich weiß genau, welchen Raum du meinst. Abgesehen davon, dass ich das Spiel nie gespielt habe. Dizzy hat geraten, das heißt Dungeon Theme und spielt in einem Dungeon, in einem Adventure und es ist Secret of Mana. Tahu hat geraten, das ist aus Buddy Simulator und es ist ein Adventure. Und Nomad hat einfach nur Action RPG geraten. Titel Nummer 7. Nomad hat geraten, das ist aus Final Fantasy 5 und irgendwas mit X-Death. Ganz knapp dran vorbeigeschlittert, denn tatsächlich ist es Final Fantasy IV. Und es ist das Charakterthema von Golbez. Der Titel des Liedes ist Golbez Clad in the Dark. Und es ist ein rundenbasiertes JRPG. Nomad hat übrigens sehr viele Punkte dadurch verloren, dass er einfach kein Genre geraten hat, obwohl er eigentlich das Spiel erkannt hat. Klain hat Final Fantasy IV geraten, JRPG, Golbez Theme und Golbez Clad in Darkness. Cesra hat geraten, das ist aus Castlevania, das ist ein Metroidvania und es spielt auf dem Dach und das Lied heißt Call of Gargoyles. Und auch Dizzy dachte sich, Orgel, das muss ja irgendwas mit Vampiren zu tun haben. Das ist aus Van von Helsing. Es ist ein Action-RPG und es kommt bei einem Boss. Zota hat geraten, dass es aus Trails in the Sky the Third ist, ein rundenbasiertes JRPG. Es wäre das Weißmann-Theme und so würde es dann auch heißen. Was du meintest, war wahrscheinlich der Titel Etude of Ruin, der tatsächlich spielt, wenn Weißmann auf seiner Orgel spielt. Ist aber leider nicht dieser Titel. Titel Nummer 8. Parasite Eve ist ein Survival-Horror-Action-JRPG, das aber auch rundenbasiert ist. Ganz weirde Mischung. Der Titel heißt einfach nur Main Theme und er spielt in der Piano-Szene sowie der Szene nach dem Final-Boss-Kampf. Klain hat geraten, das ist aus Sad Anime Game.exe, das ist ein JRPG und das Lied heißt Sad Theme. Cesra hat geraten, das ist aus A Bird Story und das ist ein Adventure. Dizzy hat geraten, das ist aus Final Fantasy VIII, ist ein JRPG und es kommt in einer Cutscene. Lustigerweise war das gesamte Setting dieses Spiels ursprünglich mal für Final Fantasy VII geplant. Also daher gar nicht so abwegig. Tahu hat geraten, das ist aus Lorelei, das ist ein Horror-Adventure
und es kommt während der Erzählung von der Vergangenheit oder der Gefühlswelt von irgendjemandem. Nomad hat geraten, das kommt aus Castlevania, das ist ein Metroidvania und es kommt in einer tragischen Sequenz mit einer Frau, die erzählt, wie scheiße es ihr geht. We like to move it, move it. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. Damit sind wir dann auch schon bei Titel Nummer 9. Final Fantasy 14 ist ein Spiel, von dessen Soundtrack ich wirklich nicht genug in die Challenge packen kann. Der Titel des Liedes ist Good King Mogglemog the 12th und er spielt, wenn man in diesem MMORPG den Mogri-König bekämpft. Ich kann verstehen, dass die meisten hierbei an A Nightmare Before Christmas und This is Halloween gedacht haben. Von der Instrumentalisierung her klingt es tatsächlich sehr ähnlich. Allerdings ist die Melodie tatsächlich einfach nur das Mogri-Theme aus der Final Fantasy-Reihe. Übrigens haben 3 Leute dabei an Nightmare Before Christmas gedacht. Und keiner dieser 3 Leute hat den Titel des Films korrekt genannt. Klein hat gesagt, das ist aus Days Before Christmas. Disney hat gesagt, das ist aus Disneys Halloween. Und Chesra hat geraten, das ist aus Kingdom Hearts 3 bei Ariel. Wie zum Geier kommst du auf Ariel? Klein hat weiterhin geraten, es würde sich um einen Plattformer handeln. Chesra hat Action-Adventure geraten. Dizzy hat Adventure geraten und es würde im Intro laufen. Tahu hat einfach nur geraten, das ist in einer Horror-Cutscene. Und Nomad hat tatsächlich erkannt, worum es sich hier handelt. Hat aber wieder den Punkt beim Genre verschenkt, weil er Action-Adventure und nicht MMORPG geraten hat. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Titel. Die Henry Stickmin Collection ist eine Sammlung ehemaliger Flash Games, die als Collection mit einem bisher nie erschienenen Spiel herausgebracht wurde. Das Genre des Spiels ist Adventure und dieser Titel spielt im Valiant Hero Ending und heißt auch einfach nur Valiant Hero. Klein hat einfach gar nichts geraten. Chesra hat geraten, das kommt, wenn der Kampf vorbei ist und der beste Freund dabei gestorben ist. Dizzy hat geraten, das ist aus Ori, Will of the Wisps und es ist ein Adventure und es kommt in einer traurigen Szene, wenn irgendjemand gestorben ist. Tahu hat geraten, das ist ein rundenbasiertes JRPG und das läuft nach einem Kampf, wenn der Konflikt sich aufgelöst hat. Zu guter Letzt hat Nomad wieder alles richtig erraten, aber wieder das Genre nicht geraten und deswegen damit einen Punkt verschenkt. Außerdem hat er noch gesagt, damit kriegst du mich nicht. An dieser Stelle will ich einmal kurz anmerken, dass ich gar nicht versuche, irgendwen zu kriegen mit irgendwas. Tatsächlich packe ich einfach nur Soundtracks in diese Challenges rein, die ich selbst geil finde. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und jetzt kommen wir auch schon zum Siegertreppchen. Auf dem letzten Platz mit 11 Punkten ist Chesra. How could you crush my dreams and everyone's ideals? Despair itself is the only true joy. Anything you do is completely useless. Auf dem vierten Platz mit 16 Punkten. Es gab Challenges, da hatte der erste nicht mal so viel. Ist Tahu! Oh, this is the worst day of my life. The worst day of your life so far. Die Bronzemedaille auf dem dritten Platz bekommt mit 18 Punkten Klein. Ja, siehst du bist doch nicht die Beste hier. Ja, wieso? Ich hab da eben mehr geschafft wie du. Ja, und? Ich hab da 15 Dinger geschafft. Guck. Mit 23 Punkten liegt auf dem zweiten Platz Dizzy. Fuck you! Und somit hat Nomad mit 23,5 Punkten den ersten Platz belegt. Ah! Ah! Ah!